Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler. Ich bin der Entwickler vom CADcast PDF Editor und möchte heute euch einmal zeigen, wie so eine PDF-Datei eigentlich intern aufgebaut ist. Dazu öffne ich einmal eine PDF-Datei mit unserem CADcast Text Editor Lightning Fast. So, um die PDF-Datei zu analysieren, startet man am besten am Ende der PDF-Datei. In der vorletzten Zeile der PDF-Datei steht eine Zahl, hier 15.847, das ist die Byte-Position, an dem die XREF-Tabelle startet. Diese Tabelle, also hier in dem Falle hier, listet für jede Objektnummer eine Dateiposition auf. Das heißt, das ist die Objektnummer 0, die ist nicht belegt, frei. Die Objektnummer 1 startet an Position 1717, die Objektnummer 2 an Position 15.532 und so weiter. Nach dieser Tabelle folgt der Trailer. Hier wird vor allem die Anzahl der Objekte nochmal angegeben. Ein Link auf das Informationsobjekt, wo zum Beispiel der Autor und so weiter angegeben ist. Das ist hier zum Beispiel Objekt Nummer 10. In dem Fall steht hier der Producer, also das Programm, was die Datei erstellt hat und das Erstelldatum. Und was ganz wichtig ist, ist das Root-Objekt. Das ist sozusagen das Basisobjekt der ganzen Datei. Hat hier Objekt Nummer 11. Das ist das Objekt 11. Und hier ist vor allem wichtig dann die Referenz auf das Pages-Objekt, das die ganzen einzelnen Seiten auflistet. Hier Objekt Nummer 1. So, ich suche das mal. Das Objekt 1. Hier hat in dem Falle nur eine Seite, ein Kit sozusagen. Wenn jetzt hier eine zweite Seite wäre, wäre zum Beispiel mit der Nummer 4, würde jetzt hier stehen 40R, ein Link auf die zweite Seite. In dem Fall hat es nur eine Seite, also auf das Objekt 3. Hier steht auch nochmal die Anzahl der Seiten. So, gucken wir mal, Objekt 3 ist gleich hier oben. Das ist also vom Typ Page ein Seitenobjekt. Das ist das Vaterobjekt, das war, wo wir gerade waren. Das Objekt 1, wo die ganzen Seiten aufgelistet werden. Wichtig sind vor allem hier die Ressourcen. Das Ressourcenobjekt, dort werden alle Schriftarten, zum Beispiel alle Bilder angegeben. Und das Contents-Objekt, das ist der eigentliche Inhalt der PDF-Datei, also die Seitenbeschreibsprache. Wir schauen erstmal das Ressourcenobjekt an. Hier werden vor allem die Schriftarten, also hier sind drei Schriftarten definiert, F1, F2, F3 mit den Objekten Nummern 5, 6 und 7 und ein Bild mit dem Namen I1, Objekt Nummer 8. Wir gucken uns mal so eine Schriftart an. Hier in dem Falle eine Basisschriftart, Helvetica. Hier muss bei einer Basisschriftart nichts weiter angegeben werden. Die 15 Basisschriftarten sind also im Prinzip schon vollständig im PDF der Spezifikation definiert. Das Objekt 8 ist dieses Bildobjekt. Hier wird im Prinzip die Breite, die Höhe, der Farbraum definiert. Hier so ein Indexfarbraum, also eine Art mit Farbpalette sozusagen. 256 Farben, also 8 Bits pro Komponente. Und hier wird als Komprimierung wird hier Flat Decode benutzt. Das ist also die Komprimierung, die auch ZIP-Dateien benutzen. Und diese ZIP-komprimierte Bild ist im Prinzip jetzt hier zwischen Stream und dem Endstream. Und hier, das ist im Prinzip dieses komprimierte Bild. Und der Inhalt, die Seitenbeschreibungssprache, war hier das Objekt 4, das ist dieses hier. Hier haben wir wieder einen Filter angegeben, also eine Komprimierung.
wieder die flatte Code-Komprimierung und eine Länge. Und hier zwischen Stream und Endstream ist jetzt sozusagen der komprimierte Seitenquelltext. Wenn ich jetzt einmal die Datei mit unserem CutCast-PDF-Editor öffne, kann ich mir den Seitenquelltext anschauen. Hier haben wir also die verschiedensten Befehle, zum Beispiel hier ein Befehl für ein Rechteck. Hier wird ein Rechteck definiert, also die linke Startposition, die Startposition von unten, dann eine Breite und eine Höhe. Der Rechteckbefehl und dann dieser Befehl füllt das Rechteck. Dieser Befehl zum Beispiel tut nur eine Linie zeichnen. Ja, dann haben wir zum Beispiel hier einen Textbereich von WT, Beginntext, bis jeweils ET, Endtext. Und hier ist in dem Falle im Prinzip bloß wird ein Text ausgegeben mit dem Textausgabebefehl TJ. Und hier wird ein Start und eine X-Koordinate für den Start und eine Y-Koordinate definiert. Hier wird mit dem Befehl TF, Textfont, wird der Name der Schriftart definiert und die Schriftgröße zum Beispiel. So, haben wir hier noch irgendwo das Bild. Objekt wird normalerweise mit Du, mit dem Befehl Du ausgegeben. Ja, hier haben wir es. Dieser Befehl I1 Du gibt das Bildobjekt aus. Und dieser Befehl hier vorne setzt die Ausgabematrix, in dem Fall also hier die Breite des Bildes, die Höhe des Bildes, die X-Position und die Y-Position des Bildes. Und wenn ich das Bild zum Beispiel rotieren oder so verzerren will, kann ich hier für diese Werte, die jetzt 0 waren, etwas spezifizieren und dann erscheint das Bild hier verzerrt. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein zu unserem kleinen Einblick, wie so ein PDF-Format eigentlich intern funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.